kennt ihr das Problem? Das Dach ist voll, das Carport ist schon voll, alles mit Photovoltaik belegt und ihr wollt noch mehr bauen? Dann haben wir da einen kleinen Tipp und zwar schaut mal in eure Fassade, ob da noch Platz ist. Wir haben hier noch Platz und werden jetzt hier eine Fassaden-PV anbauen. Und womit machen wir das? Das machen wir mit diesem System hier. Und zwar ist das das Anker Solex Balkonkraftwerk, was uns von der Firma Anker freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. 4 Module, 2 Speicher, ein Wechselrichter und dann ab in die Steckdose. Und das Ganze machen wir auch, wie wir so sind, gesetzeskonform. Und zwar haben wir das als EEG-Anlage angemeldet, weil wir haben ja schon eine Photovoltaikanlage, die einspeist. Und wenn das auch mit einspeist, dann muss es natürlich vernünftig erfasst und verrechnet werden. Und im heutigen Video zeigen wir euch mal, wie wir das Ganze machen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, und weil Anker uns das System freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, quasi als Dauerleihgabe, steht hier oben natürlich Werbung. Da weisen wir transparenzmäßig drauf hin. Und ein kleiner Tipp, bleibt bis zum Ende des Videos dran, weil für euch gibt es heute auch was zu gewinnen hier. Dazu mehr am Ende des Videos. Und jetzt sehen wir hier mal so die eigentliche ursprüngliche Idee, wie damit verfahren wird. Entweder man kann es auf dem Flachdach aufgeständert aufstellen oder auch in seinen Garten. Man kann sich die Sachen auch an den Balkon hängen. Und wir machen eine zweigeteilte PV daraus, weil wir 4 Module haben, 2 MPPs. Wir werden 2 Module an die Fassade hängen und wir werden 2 Module in dieser Form aufgeständert noch auf unser Dach bringen, weil wir haben doch noch einen kleinen Flecken, der ist zwar häufig verschattet, aber in die Richtung ist Süden oder Südosten vielmehr und wir holen uns morgens noch ein bisschen Strom mit den Modulen hier. Wie gesagt, 2 an die Fassade, 2 aufs Dach. Und jetzt bauen wir das Ganze mal an und danach erkläre ich euch das System. So, und so geht das Ganze natürlich nicht an die Fassade, sondern wir wollen es flach haben. Deshalb kommt diese Aufständerungsstrebe kommt weg. Wir arbeiten nur mit der Bodenstrebe und der Modulstrebe und ich habe hier an der Fassade schon mal was vorbereitet. Hier haben wir nämlich schon mal die Bodenstreben quasi an der Fassade festgeschraubt und dann kommt das Modul mit den anderen Streben von hier dagegen. Wir schrauben es so fest und haben dann eine wunderbare Fassaden-PV. Das Problem bei der Sache ist, man muss natürlich hier irgendwie an die Schrauben rankommen, weil wenn das Modul schon drauf ist, dann kommen wir hier mit den Fingern natürlich nicht mehr rein. Also haben wir die Schrauben schon mal vorgeklebt und müssen dann nur noch vorsichtig von der Seite die Schrauben durchbringen durch die Konterschraube und das Ganze festmachen. Wahrscheinlich gibt es eine bessere Möglichkeit noch das zu machen. Uns ist die eingefallen und deshalb haben wir es so gemacht. Jetzt wird das Modul gleich rangehalten und dann von außen die Schrauben drauf und dann ist das Ganze fest. Was wiegt das Modul? 20 Kilo. Okay. Ja, ich glaube, ich halte, du schraubst. Einer trinkt Kaffee, der andere arbeitet. Ja. Nee, das ist kaputt. Ja. Drei Stunden sind vergangen und die Module hängen an der Fassade. Das ging also wirklich relativ schnell. Allein die hier aufzubauen mit der Aufständerung, das geht noch wesentlich schneller. Also das ganze System ist wirklich in relativ kurzer Zeit aufbaubar, auch mit 2 linken Händen. Das kennt ihr ja von uns. Aber ich finde es ganz schick geworden, also uns gefällt es richtig gut. Die kommen noch aufs Dach später und dann haben wir unser Balkonkraftwerk quasi als EEG-Anlage hier eingerichtet. Nochmal zur Technik, die wir hier haben bei dem Anker Solex Balkonkraftwerk Dual. Das sind also 4 IBC-Module mit 445 Watt Peak, 25% Wirkungsgrad. Das ist der Bauform geschuldet, dass man hier halt die Leiterbahn nicht oben drauf hat, sondern im Modul drin.
Und ich finde, das sieht auch echt schick aus, so ganz schwarze Module. Sowas kann man sich auch an die Fassade machen. Da werden wir im Sommer hier auch mit viel Freude drauf schauen. Ja, 4x445 Watt Peak macht zusammen 1,78 Kilowatt Peak, die wir nochmal zusätzlich dazu gebaut haben. Wir sind jetzt also bei insgesamt 22,3 Kilowatt Peak Leistung. Und an den Modulen hängen zwei Speicher dran mit jeweils 1,6 Kilowattstunden Kapazität. Und die Einspeisung findet also von den Modulen in die Speicher statt. Die gehen direkt in den Speicher rein, also gleich Strom in den Speicher ohne Wandlung. Und hinter den Speicher hängt quasi der Wechselrichter und der speist dann je nach Bedarf ins Hausnetz ein. Das kann man einstellen, wie viel man an Leistungen ins Hausnetz abgeben will. Minimum allerdings pro Speicher 100 Watt. Das heißt, 200 Watt Ausspeiseleistung habt ihr minimal, wenn ihr aus dem Speicher ausspeist. Alles, was natürlich in den Speicher nicht eingespeist wird, geht auch ins Hausnetz. Die Speicher haben jeweils eine Leistungsaufnahme von 800 Watt. Also eigentlich kann alles komplett erstmal in die Speicher rein und später ins Haus abgegeben werden. Ihr könnt es aber natürlich auch gemeinsam machen, in den Speicher prozentual rein und ins Hausnetz rein und so euren Eigenbedarf optimieren. Ich habe das für euch mal überschlagen. Ertrag bei der Anlage zwischen 1500 und 1800 Kilowattstunden pro Jahr, je nachdem, wo ihr sie hinstellt. Speicherverluste ungefähr 10%, die müsst ihr abziehen. Und dann im Sommer ist es natürlich so, die Module werden sicherlich an einem guten sonnigen Tag, naja, ich schätze mal so ihre 15 Kilowattstunden bringen, wenn sie in der Sonne stehen und nach Süden ausgerichtet sind. Und wer die halt im Sommer nicht verbraucht, der speist natürlich ein. Für uns ist das relativ unkritisch, weil wie gesagt, wir nutzen sie als Einspeiseanlage, als Mischvergütung mit unseren anderen beiden Anlagen. Dafür zeige ich euch jetzt mal kurz die 6 Formulare, die wir dafür ausfüllen mussten. Ich habe also den Installateur meines Vertrauens darüber informiert, dass ich noch eine Anlage bauen will, aber selber als EEG-Anlage. Und er wollte dann einmal einen Lageplan haben, wo die Anlage genau gebaut wird. Und das technische Datenblatt, das habe ich ihm zur Verfügung gestellt. Und daraufhin habe ich dann mehrere Vordrucke bekommen, die ich ausfüllen sollte. Zum ersten die Erklärung des Betreibers einer EEG, KWKG oder konventionellen Erzeugungsanlage zur EEG-Umlagepflicht. Da musste ich nur meine Adresse eintragen und das Ganze unterschreiben. Dann gab es noch die Netzanmeldung. Und zwar das Inbetriebssetzungsprotokoll quasi, da gibt es dann auch die Daten, die halt eingetragen werden müssen. Und dann gibt es noch 4 Anhänge dazu. Einmal hier Anhang E, das sind Vordrucke, Antragstellung, da muss dann auch nur meine Adresse mehrfach eingetragen werden. Dann haben wir Anhang E2, Datenblatt für Erzeugungsanlagen, auch da wieder nur meine Adresse. Dann E3, Datenblatt für Speicher, weil wir ja auch einen Speicher bei der Anlage dabei haben, muss man natürlich auch über den ein paar Informationen eintragen. Und schließlich noch E8, das Inbetriebssetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und oder Speicher. Das habe ich dann auch ausgefüllt und ich soll dann halt noch ein Foto vom Stromzähler schicken, wenn das Ganze in Betrieb geht. Ja, das ist also schon alles, was da ausgefüllt werden musste und das Ganze kostet mich einen niedrigen dreistelligen Betrag, ganz umsonst ist es halt auch nicht, aber trotzdem noch im erträglichen Rahmen. Das ist halt das, was ihr beachten müsst, wenn ihr diese Anlage mit einer EEG-Überschusseinspeiseanlage oder auch mit einem Volleinspeiser zusammen betreibt, dass ihr natürlich, wenn ihr im Sommer Überkapazitäten habt, die auch ins Netz einspeist und damit muss die Anlage halt einfach gemeldet sein. Ansonsten würdet ihr einspeisen und Einspeisevergütung für die Anlage bekommen, obwohl sie nicht angemeldet ist und das ist Subventionsbetrug. Da müsst ihr aufpassen, deshalb macht es so wie wir. So könnt ihr zur EEG-Anlage auch relativ komfortabel diese Anlage dazu betreiben. Wenn ihr sie alleine betreibt, dann, wie gesagt, 15 bis 1800 Kilowattstunden je nach Ausrichtung im Jahr sind möglich an Ertrag. Und dann, ich sag mal so, um die 1000 Kilowattstunden solltet ihr auf jeden Fall in den Eigenverbrauch bringen können. Das ist halt der große Vorteil an dieser Anlage mit den Speichern, dass ihr halt tagsüber den Strom nicht nur im Haus verbrauchen könnt, im normalen Hausbetrieb, sondern auch noch mit einspeichern und nachts dann nochmal abgeben könnt. Dadurch ist die Anlage halt so effizient, dass ihr halt wirklich einen sehr hohen Eigenverbrauchsanteil hinbekommt. Und jetzt werden natürlich wieder einige sagen, ja, du predigst doch immer, mach die Dächer voll. Jetzt kommst du hier mit 4 Modulanlagen an. Ich sage aber, ich habe inzwischen in vielen, vielen Gesprächen auch gemerkt, wir kriegen nicht jeden dazu, sein Dach voll zu machen. Und manchmal sind die Dächer auch einfach nicht geeignet, wegen Gauben oder sonst was. Dann hat man aber vielleicht noch ein Carport. Und für so ein Carport ist diese Anlage hier wirklich ideal. 1000 Kilowattstunden im Jahr Eigenverbrauch bei 30 Cent bedeutet 300 Euro
Rückinvest und bei dem Kaufpreis zurzeit noch rabattiert auf 3.000 Euro seit den 10 Jahren durch. Bedeutet natürlich, ihr müsst jetzt auch schnell sein, weil der Rabatt, der läuft demnächst aus. Müsst ihr mal gucken auf der Homepage, wir haben den Link unten reingesetzt. Wer sich schnell noch entscheidet, der kann von 4.000 noch auf 3.000 Euro runtergehen beim Preis. Auf den Speicher haben wir hier 10 Jahre Leistungsgarantie und auf die Module 25 Jahre. Da habt ihr also wesentlich mehr Garantie drauf. In dieser Zeit wird sich die Anlage auf jeden Fall amortisieren, weil ich rechne jetzt mit 30 Cent Strompreis. Ich glaube, wir wissen alle, dass der Strom noch ein bisschen teurer werden wird. Und dann wird die Anlage sich auch noch schneller amortisieren. Und ich finde es klasse, also wirklich, das ist eine Anlage zum Selbstaufbauen. Das habe ich sogar hingekriegt und das bedeutet ja schon was. Und für Fassade kann man sowas auch wunderbar benutzen. Die beiden Module kommen, wie gesagt, bei uns noch aufs Dach. Und wird alles nach Südosten ausgerichtet. Für uns halt wirklich eine reine Winteranlage, um im Winter noch morgens mehr Energie rauszuholen aus der Kraft der Sonne und dann die Wärmepumpe damit auch ein bisschen betreiben zu können, um einfach die normale Anlage noch ein bisschen weiter mit zu unterstützen. Kleiner Einwurf an der Stelle noch zum Thema VDE-Norm und Solarpaket 1, mit dem ja die Regelungen für Balkonkraftwerke geändert werden sollen. Ihr wisst ja Bescheid. Der Schuko-Stecker soll ja dann auch zur Norm werden quasi. Die Anmeldung soll nur noch im Marktstammdatenregister erfolgen. Gilt natürlich nicht, wenn ihr mit der EEG-Anlage zusammen betreibt, wie ich gesagt habe. Und auch die Anschlussleistung soll sich ändern. Die AC-Seite soll auf 800 Watt erhöht werden, also am Ausgang vom Wechselrichter. Auf der anderen Seite, das hat Andreas Schmitz jetzt berichtet, oder geleakt, wie er gesagt hat, geht es wohl darum, dass jetzt für die 800 Watt auf der Ausgangsseite, aber die Eingangsseite, also die DC-Seite, die Modulleistung auf 120% der Ausgangsleistung gedrosselt werden soll, was dann bedeuten würde, 960 Watt, mehr würden nicht mehr gehen an Modulleistung. Zum einen ist das ja noch gar nicht raus, deshalb wer jetzt sein Balkonkraftwerk so anmeldet, der behält das natürlich auch so, wie es ist. Da ändert sich natürlich nichts dran, wenn das Gesetz dann kommen sollte. Und zum anderen geht es auch, man muss unterscheiden zwischen Balkonkraftwerken mit Speicher und ohne Speicher. Da muss man auch sehen, wie da die Regelungen werden, weil wenn ich mit 800 Watt oder in unserem Fall mit 1600 Watt in den Speicher reinladen kann mit einer 1,78 Kilowatt Peak-Anlage, dann ist da natürlich der Brandschutz nicht das Thema, was er aber ist, wenn ich keinen Speicher habe, sondern diese, ich sag mal, 1600 Watt quasi drossle auf 800 Watt runter, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich das Ganze über sauberes Lademanagement in meine Speicher reinbringen kann. Deshalb, lasst euch da nicht verunsichern. Erstes Mal, wer jetzt noch handelt, das Solarpaket 1 ist Stand jetzt für den 11. März für den Bundestag, für die zweite, dritte Lesung vorgesehen. Danach geht es noch in den Bundesrat und dann wird es erst Gesetzgebung. Das heißt, vor Ende März ist damit eh noch nicht zu rechnen. Wer also jetzt sich noch so ein Solarkraftwerk zulegt, der handelt nach jetzigem gültigen Recht und das bedeutet, auf der Modulseite gibt es gar keine Begrenzung und der Wechselrichter ist halt auf 600 Watt begrenzt. Wie das Ganze dann ausgestaltet wird, das müssen wir dann sehen. Auf jeden Fall seid ihr dann auf der sicheren Seite und wie gesagt, für Speicher gelten eh wahrscheinlich andere Regelungen. Auf jeden Fall werden wir euch natürlich hierbei gewaltig nachhaltig über den Fortlauf der Gesetzgebung auf dem Laufenden halten. Sobald es etwas Konkretes gibt, werdet ihr es von uns erfahren und deshalb immer gut, wenn ihr die Glocke gedrückt habt und den Kanal abonniert habt, weil dann kriegt ihr sowas auch mit. Das war also die Anmeldung beim Netzbetreiber. Wir warten jetzt auf die Bestätigung, dass wir auch die Nummern kriegen für die Anlage und dann können wir sie im Marktstammdatenregister eintragen. Das zeigen wir in weiteren Videos, genauso wie unsere Erfahrungen mit der Anlage, was sie produziert und wie wir damit zurechtkommen. Und jetzt kommt euer Part. Und zwar könnt ihr was gewinnen. Was könnt ihr gewinnen? Ihr könnt zwei Balkonkraftwerke von Enka gewinnen. Und zwar jeweils zwei Module von diesen hier, also 890 Watt Peak und den Wechselrichter dazu, den passenden, und die Balkonbefestigung. Das verlost die Firma Enka zweimal. Was müsst ihr dafür tun? Liked bitte das Video, schreibt in die Kommentare Hashtag Enka Solix und Hashtag NKSolix Balkonkraftwerk mit Speicher. Das zeigen wir euch hier unten nochmal. Und schreibt bitte dazu, möglichst kreativ, was ihr euch noch für Verbesserungen für dieses System hier vorstellen könntet. Was könnte man da noch machen? Was könnte man in der App alles vielleicht noch machen? Und dann seid ihr dabei. Wir werden am Sonntag um 17 Uhr schauen, welcher von den Kommentaren mit den beiden Hashtags die meisten Likes bekommen hat, die meisten Daumen hat. Und die beiden, die schicken wir dann an Enka und Enka verschickt dann diese beiden Balkonkraftwerke an euch
Bedingung ist allerdings, euer Wohnsitz muss in Deutschland sein, das gehört dazu. Wenn ihr also gewinnen wollt, dann haut fleißig in die Tasten, seid kreativ. Die beiden Gewinner werden wir informieren, indem wir auf den Kommentar antworten. Und dann müsstet ihr uns bitte einmal eure Adresse schicken, damit Enker weiß, wohin die Sachen geschickt werden. Die Daten werden nur für den Versand benutzt, für sonst nichts, werden danach wieder gelöscht. Und mir bleibt dann nur noch, euch viel Glück zu wünschen und viel Kreativität bei euren Ausführungen. Wie gesagt, Sonntag 17 Uhr ist die Deadline, dann machen wir einen Strich drunter und gucken, wer hat die meisten Daumen bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Ihr wisst ja, das YouTuber-Gold. Drückt die Glocke und abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und bei Instagram schaut auch mal rein, da kündigen wir solche Sachen auch an. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.